Hi, willkommen zum Baumentor-Kanal. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Schwedenschnitt und zwar in der Form, in der er ursprünglich gedacht war. Wir haben nämlich das Problem, hier müssen wir ein Grundstück so ein bisschen wieder freilegen, damit es wird halt nicht genutzt und der Besitzer möchte aber auch nicht, dass es dann nachher zu Problemen kommt, weil es kann nämlich passieren, wenn so ein normal als Erholungsgebiet genutztes Grundstück verwildert, dass dann irgendwann als Waldgebiet wieder erklärt wird, hat mir sagen lassen. Und das will er sich nicht geben, die Nummer, weil er dann dauert es wieder ewig, bis er dann sowas als so für Gartengrundstück oder so nutzen könnte. Man muss dann einen Antrag stellen und so weiter und so weiter. Und das auf jeden Fall, wir nehmen jetzt hier, das sind 5-jährige Schösslinge von allem Möglichen, was hier rumstand. Von, was haben wir hier? Birke, da hinten haben wir ein paar Obstbäume, verwilderte Mirabellen und irgendwie was. Ja, und so, also wie gesagt, es geht um Schwedenschnitt. Es ist folgendes: Wenn wir jetzt so ein Ding haben, wenn wir einen Baum haben, dann kann ich ja machen, was ich will, das wird mich nicht weiter stören. Wenn ich jetzt aber hunderte von den Dingern umnieten muss, dann ist ein ökonomisches Arbeiten extrem wichtig. Und was passiert, wenn ich was anderes mache als einen Schwedenschnitt? Also, ich könnte mich dann hier unten. Macht keiner einen Fallkerb reinmachen, also das wäre viel zu wenig Platz. Also schneiden die meisten dann unten komplett quer rüber. Das Problem ist, dann liegt der Baum irgendwie auf der Säge, dreht sich und fällt irgendwo hin. Natürlich kann ich vorher gucken, wo geht er hin, habe aber das Problem meistens, dass daneben der nächste Schössling steht. Das heißt, er wird gar nicht richtig umkippen. Das heißt, ich habe dann immer Probleme, dass das Sägeblatt irgendwie verhakt, das Ding immer falsch drauf liegt. Und die Lösung ist ganz einfach. Ich mache meinen Querschnitt, das ist gleichzeitig ein Entlastungsschnitt. Und wenn ich den flach haben will, dann mache ich hier unten nochmal einen kleinen Schnitt. Den kann ich dann machen, wie ich es mir gedacht habe. Aber so hat sich das Ding erledigt. Wir zeigen jetzt einfach mal beide Varianten. Wobei ich jetzt die Schwierigkeit sehe, dass man das nicht so ganz deutlich sieht, wenn ich jetzt von unten schneide, wie beschissen sich das macht. Das kann man eigentlich besser ausprobieren, aber wir machen es trotzdem. Wir haben hinten eine kleine Waldsituation. Dann schneiden wir mal die ersten 4 einfach so von unten flach ab. Und dann sehen wir ja, wie das Rumgefummel sein wird. Und danach machen wir die anderen klassisch mit Schwedenschnitt. Die stehen dahinter. Und dann sieht man auch, dass es ein viel ökonomisches Arbeiten ist. Ja? Okay, geht los. Arbeitsschutz muss sein. Also ihr seht, dass sich beim Schneiden immer der Stämmling dann auf den Schwert hin und her bewegt. Ich muss ihn rausziehen, und das ist halt auch nicht ganz ungefährlich, weil wenn ich mit laufender Säge da unten noch fummeln muss und ich habe den halben Stamm, der dann immer darauf rummarschiert auf der Schiene, muss alles nicht sein. So, deswegen macht man das eigentlich so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so deutlich ist, weil man kann sich ja dann bei dem, was man eigentlich favorisiert, auch besonders viel Mühe geben. Aber ich denke, wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr sehen, dass wenn ich erst den Schwedenschnitt mache, der steckt sich neben den rein. Ich kann ihn beruhigt mit der Hand nehmen, beiseite legen. Der andere Schnitt, den ich unten gemacht habe, der ist nur, kann ich außerhalb stehen lassen, ist ja eigentlich egal. Wichtig ist ja, dass die Bäume erstmal hier wieder
gekürzt werden und so kann ich mich durcharbeiten. Es ist ein viel besseres Arbeiten, gerade auch wenn ich den zweiten Schnitt mache, dann tanzt mir zwar dieses kleine Stück da noch auf der Säge, ist aber halb so problematisch, als wenn ich jetzt halt einen riesen Stamm noch drüber habe, der sonst wo abkippen will und ich habe da erstmal keine Kontrolle drüber. Ich denke mal, das war zum Thema Schwedenschnitt, mehr brauchen wir da nicht sagen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun, das werden wir jetzt mal alles schön abholzen und dann wird hier die Fläche wieder frei sein und das werden wir garantiert alles mit Schwedenschnitt machen. In dem Sinne,